Das zweite Koop-Rennen in diesem Jahr 2018. Das erste. Und natürlich. Weite, oder? Großbritannien oder war noch im letzten Jahr. Tobi korrigiert mich schon, das ist ja nicht gut. Und der Overlap ist natürlich auch wieder mit dem Skat. Diesmal nicht der Overlap, ey. Der Oberschlau. Nein, wir sind im Ostblock, wir sind in Ungarn. Damals wurde hier die erste Strecke gebaut im Ostblock. Sonst gab es ja früher nicht so wirklich Strecken. Also, ja. Hinterm Eisernen Vorhang, wo die Berliner Mauer noch stand. Da wurde das war so die erste wirklich die Rennstrecke mit Formel 1 und da waren so viele Zuschauer damals da. Der Hungaroring war froh. Ja. Dass du teilweise von der Karte vielleicht nur 10 Euro oder 10 D-Mark blättern müssen. Das war in den 80ern war das, glaube ich, noch. 90ern war das auch noch. 80er auf jeden Also ich glaube Fall. Mitte 90er, der 80er ging es los, da hat nämlich auch Christian Danners da nämlich gefahren. So, was haben wir denn hier ausgewogen, ja. Weil früher sind viele Deutsche nämlich auch zum Hungaroring gegangen, wegen den Preisen. Ja. So, blödes Intro. Apropos Hockenheimring, hast du eigentlich vor, es wird da so nachts sein, in Hockenheim zu sein? Ich bin auf jeden Fall da. Geil, da müssen wir uns treffen. Ich mach denn hier so ein Liga-Internet, weil da hat jemand schon eine Diskussion geöffnet gehabt, wegen 2018 Hockenheim, dass wir dann da so ein Liga-Treffen machen, weil da werden einige von der Liga da sein. Nicht viele, ja, aber ich denke mal vielleicht bestimmt so 10 Leute werden da sein, in der Liga. Also ich bin da. Also ich habe schon die Karte bestellt und auch schon bezahlt. Die Karte werde ich mir jetzt auch noch bestellen. Ich werde wahrscheinlich hier in der Sachskurve da sitzen unten. Am billigsten. Sachskurve. Na, die... Wenn du in den Stadion reinfährst. Und die Linkskurve unten, dann die Tribüne. Ah. Wo wir zusitzen am... Haupttribüne. Oh, willst du so viel Geld ausgeben, ja. Das ist ein... Also im Verhältnis zu Belgien und Italien... Na, brauchst du jetzt das ganze Wochenende, oder... Ja, fürs was, gesamte was, Wochenende. Was hast du jetzt alleine bezahlt? 350? Ja, 450. Okay. Nur ein paar Wagen sind auf der Strecke. Aber du hast echt in Monster Party, das ist die beste Sicht auf den Skat. Du siehst in den ersten Metern schon, wer besser skatet und wer nicht. Das ist einfach das, ja. Weil im TV siehst du halt nur die von vorne und dann siehst du halt von der Seite. Ja, richtig, du siehst es von der Seite. Und das fand ich halt in Monster so richtig, richtig geil, weil du siehst sofort, wer wirklich besser wegkommt. Du siehst es halt ganz einfach, weil die Haupttribüne ist auf Höhe der Skat- und Ziellinie. Das heißt, du hast die ersten 8 auf jeden Fall im Blick und da siehst du halt schon einen Unterschied. Ja. Da hast du, also im Monster zum Beispiel gesehen, dass Lance Stroll besser weggekommen ist. Das hast du direkt gemerkt und im Fernsehen hast du es noch lange nicht gesehen. Das ist geil. Und du hast halt bei der Haupttribüne hast halt das Siegerpodest, du musst dich nicht fortbewegen. Ja, ich werde mit meinem Vater werde ich da hinfahren, denn... Der hat er frei bekommen und da bezahlen wir jetzt für die 3 Tage denn oder so 199. Ja gut. Stehplatz oder Sitzplatz? Wir holen uns dann den Sitzplatz denn. Und wenn wir uns eine Jugendherberge da suchen, Jugendherberge sag ich schon, ein Hotel oder eine Pension in der Nähe, da muss aber schon früh buchen, weil sonst, wupp. Also wenn du nur ein Hotel hast, dann gib mal ein. Ach, verdammt. Okay. Ich muss mal ganz kurz die... Ja, wer ist denn von euch? Jetzt werden sie gleich alle hier mal den Desktop sehen. Ich muss ganz kurz beim Profiler was umstellen. Also nur, zum Glück habe ich nicht mehr Fraps, ja. Ich hatte neulich Euroshock Simulator gespielt und das Ganze auf 900 Grad gestellt. Das Lenkrad, jetzt muss ich wieder zurück schon auf 200. Ja gut, mach das mal. Ich fahre schon währenddessen einfach meine Runden. Ja, da finde ich das interessant, wenn man dann einige am Hockenheimring sieht. Ja. Das wird lustig werden. Also, da muss man halt nur einen Platz ausmachen, wo man sich... Ja, irgendwo in der Mitte denn oder so, wenn dann da mal sowas zum G-Bereich oder sowas. Ja gut, wenn wir alle dann in diesem Motodrom-Bereich sind, dann geht's noch, das sind da keine... Ah, vielleicht kann man da so einen Abstecher machen mal und wieder zur alten Strecke oder sowas da ein bisschen laufen, keine Ahnung. Hat man hier so ein Liga-Event? Ein Liga-Event. Am besten Kamera mitnehmen, ja, Tobi. Ja, Kameraboy, so ein Handy reicht da völlig aus, Alter. Wir haben so einen komischen Camcorder hier, der macht irgendwie 360p richtig lappig. Aber ja. So, und da ist jetzt schon das Lenkrad. Sehr gut. Jetzt bin ich wieder am Start. So, jetzt soll er da reinkommen. Haben wir neulich auch ein Liga-Rennen gehabt. AOR. Bestimmt ganz nach deinen Porsche genommen. Ja, das Qualifying war eng, ja. 15 Leute in 1,2 Sekunden. Also Ungarn ist ja gar nicht meine Strecke. Wir müssen aber in der Fossilie wieder klarkommen hier.
Wo bist du denn McLaren immer gefahren? Und heute Abend dann noch Liga, ey, in England. England ist ja deine Strecke. Ja, das ist meine Strecke. Aber ich glaube nicht, dass ich auf Nameless oder Marktniveau unterwegs bin. Ich dachte, in Russland kann ich mit denen vielleicht mithalten. Pustekuchen, Alter. Sekunde schneller pro Runde. Keine Schnitte. Antonio fährt ja nicht Antonio mit. Antonio fährt ja nicht mit. Der rennt dann, wenn er dann noch mithalten, vielleicht. Aber Antonio, ja. der verliert die Lust an F1. Auch an dem Spiel, der hat nicht mehr so Bock drauf. Ah, die Korb beenden wir noch, jetzt ist er, haben wir da jetzt erst am Umziehen, ein neuer Job, da haben wir dann brauchen wir eine kleine Pause. Also geht auf jeden Fall weiter. Wir sind jetzt bei Aserbaidschan dann mit dem neuen McLaren, okay. Da werde ich auch keine Schnitte haben. Ja, in der Karriere hatte ich da schon meine Schnitte, aber da musst du echt einen Motor haben. Ohne einen guten Motor kannst du es vergessen. Ja, wir werden auf jeden Fall richtig ablosen. Gute Zeit, P3. Du hast dich auf P3 vorgekämpft. Ey, werdet ihr den zweiten Sektor oder werdet ihr was rausholen? Aber das war so schon. Weil der Sektor ist in Aserbaidschan KI Schwachstelle. Dafür ist sie im ersten irgendwo bockstark. Da hat sie irgendwie was geraubt. Ja, und dann Schlusssektor, da muss man ja nicht viel zu sagen. Ja. Mit der mega lang gerannt, da brauchst du nur ein gutes. Du brauchst einen guten Motor. Alles andere brauchst du da nicht. Hier brauchst du keinen guten Motor, nur hier brauchst du eine gute Aerodynamik. Und die hat der Boss in dir leider nicht. Merk ich schon, ey. Obwohl ich hier mit 11-11 fahre. Seid ihr in der AOR gefahren? Die Pole-Zeit. Ein oder zwei Stop? Ich bin ein Stop gefahren. Also geht das locker. Soft, super soft bin ich gefahren. Aber wenn wir jetzt hier in Q3 kommen sollten und auf super soft starten, dann werde ich super soft medium fahren. Das wird schwer. Ist mir auch aufgefallen, denn bei 50% musst du immer den härtesten Reifen nehmen, um durchzukommen. Aber du bist gezwungen, die Einstop zu fahren, also da kommt. Und 15% dann auf jeden Fall, auch in der Liga. Ja. Das ist ja das erste in der zweiten Saison. Yo, Alter, brich doch aus. Ich fahr nicht mehr auf dem. Wow. Bist dein Auto schon zerlegen? Ah, das Setup ist auch nicht, das beste. Hat glaube ich einen 11er Ballast oder sowas. Hä? Ballast. Ah ne, 9er ist es. Also viel übersteuern. Der Eriksson ist vor uns. Was bist du? Ich bin Dritter. Eriksson ist. Du hast dich vor Eriksson gerade gekämpft oder gefahren. 21,7. Letztes Jahr war irgendwann meine Strecke. In der Bro ja, Stick zweiter geworden. Hier bin ich Dritter geworden im Toro Rosso. Da konnte ich es auch mit Antonio Mark teilweise gut mitteilen. Ja, da habe ich damals die Strategie verbrannt. Da war das Safety Car, da bist du die. Ja, ich bin weitergefahren. Auf Soft gestartet, dann auf Medium. Ich bin 2-Stop mit Super Soft gefahren. Und Antonio wollte auch auf Medium gehen, aber die waren so schnell kaputt bei ihm. Dann hat er sich dann auch nochmal entschieden für Super Soft. Ah, Q3 wird schwer, glaube ich, hier. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Q3 wird schwer. Hast du sonst noch ein paar Gesprächsthemen? Ich hatte jetzt Hockenheim nur im Hinterkopf. Ja, also ich musste noch warten, bis mein Vater davon seinen Arbeitgeber in dem Fall das grüne Zeichen bekommt fürs Frei. Und das hat er jetzt bei Adidas bekommen. Und deswegen können wir da Kram bestellen. Aber an sich Themen. Wollt ihr dann schon Donnerstag hin oder erst? Wir fahren am Donnerstag hin wahrscheinlich schon. Oder wissen wir noch nicht, müssen wir gucken. Weil ich würde dir raten, dass du am Donnerstag hingefährst schon, ey. Weil sonst hast du den ganzen Stress da mit dem Verkehr. Weil Hockenheim, die A6, ist nicht gut ausgelegt dafür.
Also es müsste ja da Freitagmorgen gegen die Nacht losfahren. Ja. Wenn du das erste freie Training auch noch sehen willst. Also wenn, dann würde ich kommen, dann würde ich schon Donnerstag hin. Wie lang fahrt ihr? Weißt du schon? Ach, das sind 600 Kilometer. Oh, da bist du mal deine locker 7 Stunden unterwegs. Wenn, ich habe auch Führerschein, mal gucken, ob ich denn fahren darf, ob, dann wird das meine erste lange Tour vielleicht. Ich mag die langen Touren irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich hab damit kein Problem. Wenn du da 200, 300 Kilometer auf einer Autobahn sein musst, ja gut. Oh, das war ein bisschen abkürzen bei mir, ey. Der Bärlein vor mir, Alter, was fahren die hier für Zeiten? Beträgt. Okay, 22.0. Mit geilen Untertiteln. Alter, ich hab schon in Kurve 1 meine Probleme festgeschrieben. Im zweiten oder im dritten Gang? Im zweiten Gang schalte ich direkt wieder im dritten hoch. Die Strecke hat mir letztes Jahr besser gefallen. Ja, mir auch. Und zum Glück muss ich die Strecke nicht in Williams fahren. Zum Glück. Alter, wir sind jetzt auch fast genauso aggressiv hin. Ja, schon, aber. Der untersteuert auch nicht so schlimm. Der Williams untersteuert relativ. Der untersteuert jetzt sehr gut. Der hat das Gefühl. Ui, da fliegt er wieder weg hier, mein kleiner pinker Panther. Soft soll gehen, okay. Ich bin auf frischen Soft gestartet. Ja, ich brauche vorne links brauche schon 3%, das wird ja schon knapp, ey. Brennen. Dann kannst du korrigieren. Wenn wir ins Q3 kommen sollten, dann werde ich Dings fahren. Super Soft Medium. Jo Grosjean greift mich schon mal an, finde ich ja ganz nett. Oh, Engel, bleib doch hinter mir. Ja, Fahrerkarussell. Schade. Bei Williams hat sie noch nichts entschieden, aber wahrscheinlich der Sirotkin wird das sein. Weil ich gerade noch mitbekommen habe, dass irgendwie seine Quette irgendwie so Entwicklungsfahrer bei Ferrari ist. Ja, hab ich auch. Der darf vielleicht mal einen freien Training haben, oder wenn Kimi Räikkönen wieder Rücken hat. Ich denke mal, wenn. Ja, wie rein könnte mich mal. Das könnte ein Argument sein. Fette. Ja. Alter, ich nehme jetzt mit diesem Super Soft, ey. Der Rochon macht mir jetzt schon im freien Training Druck. Außer den Kurven, da nicht. Oh, der Fuss India. Da ist ich schon auf Qualifying, weil jetzt kommt nicht an Werner oder Eriksson dran. Okay, Tobi, hast du gute Chancen vor mir? Ja, mal gucken. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in außer dieser Runde. Außer du verkackst es wieder wie in Österreich, weißt du noch? Den Boxenstopp, sagst du? Ne, im Österreich Qualify, meine ich. Wo du da deine Rolle nicht hinbekommen hast. Ja. Wo du da auch schneller fahren hättest können. Eine 10. wäre nochmal gegangen, aber die Reifen jetzt auch schon ein bisschen kaputt. Also Superstoff nochmal rauf und dann weiter. Alter, Tobi, 7 Zehntel schneller. Das ist deine Schrecke, ey. Ja, war jetzt ein bisschen Übung durch AOR. Mal gucken, ob sie das widerspiegelt. Also im Qualifying war ich da auch grottig, ey. Aber im kurzen Qualifying, da habe ich auch jetzt nicht meine beste Runde hinbekommen. Aber die haben da wieder gelutscht, Alter. Kriegt nie hin. Wie schnell die da teilweise ins Fahren können, ey. Da guckst du die Röhre, ne?
Ja, das ist ja schon die zweite. Ich war schon in der zweiten Top-Liga da. Da sind alle Pfeifen verboten. In den anderen sechs Ligen, die noch haben, da ist nur die Ideallinie und das Getriebe erlaubt. Der Rest ist verboten. Aber wo man denn. Keine Traktionskontrolle. Traktionskontrolle und ABS sind nur in den zwei Assist-Ligen, also in den Fahrhilfen-Ligen erlaubt. Boah. Die haben 10 Ligen auf dem PC. Auf dem PC nur. Die haben ja noch PS4 und Xbox, haben sie auch 8 oder 9 und auf jeweils Konsolen. Ach, das hätten wir noch ein Thema. Hier, PS4 und gut, Xbox. Ja, das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Und zwar, die PS4-Liga wird auf jeden Fall dann mit der zweiten Saison starten. Wer sich jetzt guckt vielleicht, ja gut, gucken natürlich jetzt nicht alle, aber das Video wird dann bald kommen auf jeden Fall, damit dass man sich da bewerben kann und dann wird die dann in der zweiten Saison laufen, die zweite Saison wie bei uns. Aber ob es auch an der Mittwoch ist, weiß ich nicht, ich glaube, das werden die dann intern entscheiden, weil wir fahren da nicht mit. Ich denke mal, wird vielleicht auch... Aber man könnte streamen. Dann bräuchte man ein Spiel, aber... Ja, das ist nicht das Problem. Da komme ich dran. Das ist nicht das Problem für mich. Da komme ich dran. Ja, könnte man machen, wa? Könnte man das denn, dass wir das dann so streamen? Weil ich denke mal, das wird aufs Wochenende hinauslaufen. Und da hättest du ja, glaube ich, auch öfters Zeit. Ich denke mir auch. Das Wochenende ist mein kleinstes Problem. Ja, Wochenende will man halt, also wir halt keine Liga machen, aber ja. Aber so zu kommentieren, so wie ich das bei der Klassenliga gemacht habe, warum nicht? Weiß auch nicht, da habe ich Bock irgendwie drauf gehabt, ich weiß nicht warum. Dieses Kommentieren, das hatte irgendwie was. Ja, sowas könnte man in der Zukunft machen, dass halt wirklich immer zwei Leute das ganze Gesamte kommentieren. Und ja, wie eine AOR, die haben ja auch für ihren Split 1 da, für die beste Liga haben sie auch immer zwei Leute, die da kommentieren und einer da streamt. Dadurch ersparen sich diese Zusammenschnitte, so gesagt, die sie immer früher hochgeladen haben. Jetzt machen die den nicht mehr. Dass einer direkt immer von der Außenperspektive das aufnimmt. Ja, so wie ich und das dann auch gemacht habe. Und dann ist der Stream auf seinem YouTube-Kanal. Und dann, du hast da eigentlich alles. Du hast ein Qualifying-Ergebnis, du hast ein Rennergebnis und du siehst das. Das ist halt wie in echt, ja. In echt gibt's auch einfach noch weitere Zusammenschnitte vielleicht von Onboards oder so. Aber sonst, ja, haben die dann auch nicht so eine Möglichkeit, ja. Das ist schnell gemacht eigentlich. Weil gerade durch diesen neuen Zuschauermodus. Verbindung zu Steam verloren, ey, was ist das denn? Hast du immer noch die Probleme? Das ist einmal wieder passiert jetzt, keine Ahnung warum. Also ich finde das halt einfach auch durch den neuen Zuschauermodus einfach viel praktischer, weil du hast einfach den Überblick. So geil gemacht worden, du kannst sofort sehen, wo ist ein Duell, ja? Und dann schaltest du da eben ganz schnell hin. Ja, das finde ich halt so genial. Weil das hat uns auch viel Arbeit erleichtert, weil wir wussten ja auch dann sofort, vorne war nichts mehr los. Da konnte man halt nach hinten gucken, wo war da jetzt ein Duell. Weil sonst hätten wir das Duell zum Beispiel zwischen Quarks und Paschek hätten wir verpasst. Hätten wir nicht mitbekommen. Ja, ich bin Zuschauer, ich weiß. So, wenn es jemand mal selber ein Problem hat, dass er mal rausfliegt aus einer Online-Lobby, so geht er wieder rein, ihr wählt hier Fahrerwahl, wählt er den für euren Namen aus. So, und dann könntet ihr das X machen und dann Steuer übernehmen. Zack, und schon da drinnen. Weil manche fliegen auch öfters mal in der Online-Lobby raus. Das passiert ja, kann ja mal passieren. So, die Supersoft und weiter geht's. Habe ich ja mal schon, wie das auf der PS4 laufen sollte mit Bugs und sowas, ey. Genau wie auf dem PC. Ah, die haben jetzt anscheinend noch ein Patch rausgebracht für PS4, exklusiv PS4. Muss ich mich mit Maurice auseinandersetzen. Ah, vielleicht hat der aber auch Bock da mitzufahren. Haha, in der Liga wäre lustig. Ja, warum nicht? Das erste Projekt, also und die AOR hat dieses Jahr auch viele neue Sachen gemacht. Die haben jetzt zum Beispiel, die haben ja viele Zuschauer aus Australien und sowas. Und die haben jetzt eine Ozeanienliga gemacht. Aus den ganzen Staaten da, also wahrscheinlich nur Australien und vielleicht Neuseeland. Rechne mit etwas Regen in ungefähr 10 bis 15 Und dann haben die da halt ihre Liga.
auch auf AOR dann halt Basis. Also die haben da, die machen, die werden jedes Jahr größer. Und die waren ja auch Teil des E-Sports-Events. Haben die da ja auch mitgemacht. Die Fahrer zum einen, dann haben sie es auch noch mit organisiert. Kannst du nicht sagen, die AOR-Liga ist die beste Form 1-Liga, die es gibt. Und in Deutschland gibt es einen Haufen Ligen. Ja, aber keine, die sich durchsetzt. Man kann natürlich die F1 Pro League von den Videos her mit den Zusammenschnitten. Dadurch wurde die Liga bekannt. Also wer auf jeden Fall liegen, der sollte die F1 Pro League auch locker was sagen. Weil auf YouTube findest du ja direkt entweder unser Bewerbungsvideo oder deren Zusammenschnitte halt. Der Ericsson. Was soll's mir nochmal meine schnellere Qualifying-Runde? Alter, ich komm nicht an Ericsson ran. Was ist das? Was hat denn der für einen Flügel? Ich bin an Grosjean schon aufgefallen. Da hab ich das an Ericsson gemerkt, ey. Kann hier mit weniger Flügel. Ach du Scheiße, ne. Ich bin ja nicht mal auf Magnus-Niveau im Training, ey. Das ist ein ganz schönes Zeichen. Also PS4-Liga können wir auf jeden Fall machen. Bei der Xbox sieht es ein bisschen anders aus. Mager aus, ja. Das ist der richtige Ausdruck. Also bei der PS4 kriegen wir auf jeden Fall voll. Das ist nicht das Problem. PS4 ist einfach die beliebte Konsole. Bei der Xbox haben wir einfach das Problem, ich glaube, da kamen wir auch nicht mehr auf 20, nee. Oder? Ja, das 20 müsste schon sein. Am besten 25. Wir haben 19,9 jetzt gefahren. Bitte, was bist du gefahren? 19,9. Alter, 20,8. Auch fett. Ja, der mit Standard. Aber Fett wird hier keine 9 Zehntel bringen, vergiss es. Vielleicht 2 Zehntel. 2, 3. Mehr nicht. Was für Flügel fährst du? 6,11. 6,11? Ach, gute Nacht, das lasse ich gleich mal sein, da habe ich ja nochmal untersteuert. Einfach deine Strecke, glaube ich. Hm. Und im letzten Rennen auch gesagt. Großbritannien? Nein. Großbritannien war ja schon nach dem Training, glaube ich, relativ eindeutig. Meins Österreich. Ja. Im Rennen war es dann knapp zwischen uns. Ich war ein Müll zusammen. Bremspunkte passen nicht so ganz. Geschwindigkeit, oh Gottes Willen. Ah, okay, nochmal 20.000 verbessert, Vierter. Yo! Okay. Guck mir mal an, wo ich die Zeit verliere. Ich hätte das schon. Ich hab das schon eine Vermutung. Mittelsektor? Nee, ja, erster Sektor. Die Runde war jetzt nicht schlecht. Kraftverteilung. 1,6 Sekunden hinter. Hinter dem Führenden? Ja. Ja, aber merkt es jetzt. Keine Fuß in der Schreck. Oh, da kommt jetzt jemand. Ah, who is Limiten? Ja, mit dem werden wir kein Wörtchen mitspielen, auch mit Red Bull nicht. Ja, tschüss. Belgien wird interessant. Oh ja, da kloppt man's weg. Ja, klopft. Wie nicht? Oder Rouge, ne? Hast du dazu einen Joke gelernt? Nein, habe ich nicht. Wolltest du denn im Nachhinein denn nicht? Alter, Tobi holt 6 Zehntel im ersten Sektor raus. 6 Zehntel, ja, stimmt, der war nicht bei dir. Alter, 6 Zehntel, das ist viel.
Du hast 28,2. Ich habe da eine 28,8. Ja, das ist ein bisschen viel. Zweiter Sektor ist ja nur eine Zehntel, aber das ist ja jetzt nicht wirklich viel. Und der Sektor mit zwei Zehntel will ich auch nicht auf die große Fahne schreiben. Aber der erste Sektor. Okay, der erste. Der erste. Naja, seid ihr mal gegönnt. Was hat Alonso gemacht? Was hat Alonso gemacht? Okay, disqualifiziert. Oh, was hat er denn gemacht? Das mag ich mich auch. Keine, ist das keine, neuer keine, Bug. Keinen neuen Motor mehr. Gerade hier, wo sie was reißen können, ne? Ja, was ist Alonso Sechster geworden? Weil der Verstappen bei der Ricciardo ausgeschieden ist, stimmt. Oh, ja, Vierter. Also ich brauche nichts mehr, wir haben eh nur noch 5 Minuten. Ja, können wir aufgeben, wa? Ja. Beende die Session. Hey, wenn ich da am Ende stehe, bin ich... Was hat er jetzt gemacht? Jetzt bin ich neugierig. Park am gefährlichen Ort! Du Scheiße. Wo? Boxen geschnappt. Also hier kannst du nicht überholen. Qualifying ist sehr wichtig. Nein. Ja, ich bin einmal rübergefahren über bei der langen Linkskurve. Das war Training. Hoffen wir mal, ich kann am Ende vielleicht auch vor Philipp stehen. Ja, im Qualifying dann. Und im Rennen. Letztes Jahr war es Auto. Da bin ich im Qualifying vor dir gefahren. Da hätte ich auch fast auf Pole fahren können im Red Bull. Und dann im Rennen. Im Rennen? Da bin ich richtig abgelost. Dann hast du die Pace gehabt, um auch mit der Konkurrenz mitzugehen. Da hat die Pace gefehlt. Im Liga-Rennen war sie dann wieder da. Aber es war ein gutes Rennen. Aber gut, morgen Qualifying. Ja, und übermorgen das Rennen. Das Rennen. Haut da rein. Ist gut. Ciao.